Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Da haben wir ein Clifford Aquifer. Grüßt euch, Leute. Standard, zwei Tool, drei Stealth, drei Träger, drei Helix, ein Monolith, reicht vollkommen aus. Und eine Disc als OTK-Option und als zusätzliche Verteidigung noch zwei Wailer. Das sind die Monster. Dann 3 Summoners Art, ist klar. 3 Upstarts, 2 Pots, reicht vollkommen aus. Dritter Tod, 1 Sacrifice, 1 Rageki, 1 Book of Moon und 2 Spells, beste Karte. Wieder gut geworden. 2 Spells, 2 Traps, 2 Lose One Turn. Wieso nur 2? Zwei reichen vollkommen aus. Wenn du den dritten ziehst, kommt er meistens zu spät oder ist überhaupt tot. Und mit 3 getestet zur Quote, dass man brickt. Also ich finde 2 reichen vollkommen aus. Man hat genug andere Floodgates wie Skill Drain und auch Recreate. Gut, Recreate ist nur okay, ist nicht die beste Karte, aber reicht. Und super. Ja, geht schon. Dann 2 Finish Chains. Zum Schutz einfach und gegen Necrons die beste Karte. Eine Mirror Force, falls man auf Mirror Match trifft. Da sieht sie komplett. Ein TT, eine BTA, eine Endless, eine Warning und ein Random Mindcrush. Reicht aus. Ich finde genug Floodgates. Mein Gegner kann mich schwer auskontern und pushe ganz schnell OTK, fertig, gewonnen, keine Probleme. Komme ich jetzt zum Side-Deck. 2 Vanity Speed, gegen Spirit Beast, Chadol, Neckhart. 2 Starport, gegen alles. Kommt eigentlich immer gut, board ich fast immer rein. Auch Mirror Match. Vor allem Mirror Match. Kommt richtig gut, kannst wegtributen, eventuell. 2 Shared Ride, einfach nur wegen Neckhart. Groß zu machen, schneller Tool zu ziehen, wichtigste Karte. 2 Iron Wall gegen Necrots und gegen Spirit Beast, besser als Necro Valley, weil Necro Valley gegen Spirit Beast gar nichts kann. Und da blocke ich beide Decks. Einen Klimawandel, um eventuell Tool-Lagen zu recyceln oder wieder Monster auf die Hand zu pushen. Und ist einfach ein Mirror-Match, sehr gut. Weil der Gegner dir immer wieder mit T-Rex deinen Tool schießt. 2 Chaos Threadhold, habe ich mir lange überlegt, ob ich spiele, wegen dem Live-Point. Kam aber richtig gut. Mhm. Aktivierst sie, hast dritte Runde spätestens wieder dein OTK. Reicht, hast genug Live-Points, vollkommen okay. 2 weitere Mindcrush, damit ich einfach deinen Stack fülle, wenn ich gegen Mac-Crush spiele. Einfach beste Option, ich nehme die ganze Hand weg. Und natürlich 2 Schatten-Einsperrende gegen Burning Abyss, Shadol. Gegen Burning Abyss, Shadol, einfach beste Karte, um zu blocken. Extra Deck, nicht so besonders, wir gehen fast nicht raus, aber man spielt halt. Ein Blackship, ein Dueller, ein Polyphonus, ein Polyphonus, Cowboy, Art, Exeter, Emerald, Chain, Direwolf, Rhapsody, Asper, Kiras, Walker. Wie gesagt, komme ich eigentlich nie raus. Mein Deck ist gut genug, kann OTK pushen. Sieg. Toba. Hat gereicht und gemacht. Das ist die römische Meisterschaft. Leider dann gebrickt. War der Beste in den Zwischenrunden. Aber nächstes Jahr hole ich das Ding. Okay.